Es ist, liebe Schwestern und Brüder, kein ganz neues Phänomen. Wenn wir in den letzten Wochen durch Entscheidungen ganz außerhalb der Kirche zu einer Diskussion über das Kreuz gezwungen werden, das ist nicht neu. Seitdem das Kreuz in der Welt aufgerichtet ist, das Kreuz Christi, gibt es solche Diskussionen. Paulus nimmt das auf, wenn er im ersten Korintherbrief gleich im ersten Kapitel davon spricht, dass das Kreuz Verwirrung auslöst. Es löst Verwirrung aus unter Juden, unter den Intellektuellen, den Griechen, wie er sie nennt, unter Heiden. Und er ist sich bewusst, dass das Kreuz immer auch Diskussionen in der Kirche auslöst. Es ist schon merkwürdig, und wir müssen nicht darüber diskutieren, welche Agenda der bayerische Ministerpräsident verfolgt. Dafür sind wir irgendwie nicht zuständig. Aber die Reaktionen innerhalb der Kirche, und zwar die äußerst gespaltenen, selbst innerhalb der Bischofskonferenz und untereinander unter den Bischöfen, das ist schon bemerkenswert. Wir hätten im Kreuz eine Brücke, wenn man sich denn dem nähert. Wir hätten im Kreuz eine Brücke, die man vielen Menschen verständlich machen kann. Menschen, die ganz weit weg von Kirche sind, die vielleicht vom Evangelium nichts halten oder noch nie etwas vernommen haben. Die aber jetzt zu irgendwelchen Naturkulten zurückkehren, weil sie etwas brauchen für sich. Auch hierhin ist das Kreuz Christi eine Brücke. Allzu leichtfertig hat man nach dem letzten Konzil dieses Fest, das wir hier heute feiern, als eine, wenn man so will, Eigentradition abgeschafft. Zwei Kreuzfeste im Jahr, Kreuzerhöhung und das der Kreuzauffindung, vielleicht verbunden mit einer merkwürdigen Legende von Kaiserin Helena. Man wundert sich zumindest in unserem Bistum, dass man das nicht bewahrt hat. Das ist irgendwie zu viel. Zweimal Kreuz, also komm, einmal ist genug. Wenn man das nachliest, liefen die Argumentationen so oder ähnlich. Ich weiß nicht, man kann eigentlich nur den Kopf darüber schütteln. Wobei es etwas Schönes ist, weil dieses Fest immer in die Osterzeit fällt. Die Ostkirche würde nicht im Traum daran denken, ein solches Fest aufzugeben. Denn es geht ja auch hier um den Kern des Christentums. Das Kreuz wird als lebensspendendes Kreuz verehrt, als Lebensbaum. Die frühen Missionare hier in unseren Ländern wussten das noch. Wir kennen alle diese Begebenheiten von Bonifatius, der die Donaueiche fällt. Ja, was hatten unsere Vorfahren mit einem solchen Baum zu tun? Wir sind manchmal zu leicht in unserer Wahrnehmung zu sagen, naja, ein blöder Baum, da haben sie sich immer drumherum gestellt. Ja, aber diese blöden Bäume, liebe Schwestern und Brüder, stehen heute auf unseren Friedhöfen und unsere Vorfahren, die gestorben sind, werden um diese Bäume herum begraben. Also wir sind im Grunde genommen schon wieder dabei, in vorbonifatische Zeiten zu verfallen. Aber auch hier könnte das Kreuz Christi eine Brücke sein. Denn die Suche, das war die Ahnung zumindest der Alten, die noch nicht christianisiert waren, dass der Baum etwas Lebendiges und Bleibendes symbolisiert. Das wussten die alten Missionare noch aufzunehmen. Im Grunde genommen ist es auch in der Paradiesgeschichte vom Baum des Lebens niedergeschrieben. Diese alte Ahnung der Menschheit, immer auf die Bäume hin orientiert zu sein, bis hin, und das finden wir im Evangelium, die Gleichsetzung von Menschen und Bäumen. Bei der Heilung eines Blindgeborenen, der nicht direkt wieder sehen kann, sagt er beim Schritt zum Sehen können, ich sehe etwas umhergehen, das aussieht wie Bäume. Menschen sind wie Bäume. All das, all diese Linien, die wir vielfach finden und die ich jetzt noch weiter ausführen könnte, laufen zusammen für uns in diesem einen Baum, der aufgerichtet ist auf der Schädelhöhe außerhalb der Stadt Jerusalem. Der eben nicht das, was er eigentlich sein sollte, ein Schandholz ist. Jeder sei verflucht, der an einem solchen Baum hängt, wie das Deuteronomium sagt. Sondern der für uns zum Lebensbaum wird durch die Auferstehung Christi. Wäre es nicht schön, wenn unsere derzeitige Diskussion uns von einer politischen Agenda wegführte, uns wieder hinführte zum Kreuz als Lebensbaum,
indem wir uns selber erkennen, indem wir menschliche Sehnsucht erkennen und uns so von Christus erlöst wissen.